Ja, ich brauche die Leute heute hier nicht vorzustellen in der Wanne. Oder muss ich vorstellen, dass Jürgen Linden neben mir sitzt und unser größter, kulturfreundlichster Bürgermeister, Oberbürgermeister war. Was geht dir heute durch den Kopf, wenn du hier das Ludwigforum besuchst, lieber Jürgen? Ich bin total glücklich, dass so viele Menschen da sind. Draußen gibt es überhaupt keinen Parkplatz mehr. Ich würde mir wünschen, dass all diese Menschen häufiger ins LUFO kommen. Wir haben hier Großes zu bieten, große Ausstellungen. Du sagst das, wir, das überrascht mich. Also du sprichst immer noch im Wir. Du bist immer noch der Stadtverantwortliche. Das ist ein wichtiger Teil unserer Stadt. Wenn ich noch einen zweiten Gedanken anfügen kann. Es ist natürlich eine bestimmte soziale Schicht, die sich hier heute zu dem Fest zusammenfindet. Und Aufgabe der Kulturpolitik muss es verstärkt bleiben, auch die anderen Schichten in unserer Bevölkerung für Kunst, für so große Ereignisse, wie wir sie hier zeigen, zu erwärmen. Das bleibt eine städtische Aufgabe und ich würde mir drittens wünschen, dass die Stadt ein bisschen mehr Initiative an den Tag legt. Manchmal, ich bin nur noch Zeitungsleser und Besucher von Veranstaltungen, erscheint mir das alles ein bisschen apathisch und zurückhaltend. Die Stadt, das ist ein sehr anonymes Konstrukt, wenn du das so sagst. Meinst du jetzt die Städter, die Bürger? Meinst du womöglich sogar die Oberbürgermeister? Meinst du die Verwaltung? Wen meinst du, wenn du so sagst, also, die Stadt? Für mich wird die Stadt repräsentiert durch den Stadtrat. Der Stadtrat hat einen Vorsitzenden, wir haben auch eine Kulturverwaltung. Also gerade aus diesen Ecken sollten stärkeres Bekenntnis kommen. Danke, Jürgen. Punkt.